0auch1, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Heute mit Violetta Parisini. Wir haben über Crowdfunding gesprochen, über die Vereinbarkeit von Elternschaft und Künstlertum, über ihren Neustart als DIY-Künstlerin, nachdem sie einen Major-Deal hatte, und über Weinen auf der Bühne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, also eigentlich zur ersten Ausgabe von der zweiten Staffel vom 0auch1 Podcast. Ich spreche heute mit der Violetta Parisini in Wien. Hallo Violetta. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Für die Leute da draußen, denen Violetta noch nichts sagt, die hat vor einer ganzen Weile, also wahrscheinlich relativ parallel mit mir damals, so zeitmäßig Philosophie und Theaterwissenschaften in Wien studiert, hat dann einige Kollabos und Features gemacht und gehabt und dann 2007, was eine Weile her ist, den Protestsong Contest gewonnen mit der Mizi Medusa zusammen. 2010 warst du dann mit deiner ersten Platte nominiert für den Amadeus Award und den FM4 Award, nach dem, was ich gelesen habe. Du hast sogar das Popfest Wien kuratiert, 4 Jahre später, 2014. Und du hast in der ganzen Zeit, also 2010, 2012 und 2020, 3 Alben rausgebracht. Das ist mal so die Grobvorstellung jetzt für die Leute da draußen. Habe ich da was Wichtiges vergessen? Ja, ich glaube tatsächlich ist wichtig, weil ich merke, dass das ein politisch extrem relevantes Thema ist, dass ich 2 Kinder bekommen habe nach 2012. Mhm. Was für Frauen im Musikbusiness nicht selbstverständlich ist. Das ist richtig und das ist was zum Glück gerade in der letzten Zeit eine Öffentlichkeit bekommt. Weil das was absolut ist, was, also wenn man in Deutschland schaut, Mine zum Beispiel hat jetzt gerade Kinder gekriegt. Und das war auf einmal dann, es war richtig überraschend zu sehen, hey, wow, man kriegt es mit. Hm. Weil das ja aber generell ein Thema ist. Also das ist auch für mich als Vater, getrennt, 2 Kinder, Wechselmodell, ist das auch ein sehr interessantes Thema, weil so 2 Kinder zu haben als Musiker. Aber es ist natürlich nochmal was anderes. Gerade wenn man sich eben anschaut, wie so die übliche Arbeitsverteilung so ist zwischen Mann und Frau und alles dem, was da so passieren muss und gerade vielleicht unterwegs ist gesellschaftlich. Das heißt, du würdest das, also das ist etwas, was du auch thematisierst, was du ansprichst. Ja. Ist das ein Grund für die, also weil du hast eine relativ lange Pause zwischen den Alben drinnen. In der Zeit warst du ja aber trotzdem auch aktiv, aber du hast jetzt kein Album gemacht und das hat es quasi beeinflusst. War das da ein Grund dafür? Auf jeden Fall, also weil Arbeiten ging sich schon aus, aber an einem Album arbeiten, das ist ja so eine ganz spezielle, intensive, emotionale Arbeit und ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen in dieser ersten Zeit alles, was ich an emotionaler Energie zur Verfügung hatte, dass das einfach direkt in Richtung Kinder geflossen ist und nicht in Richtung Album. Also ich habe schon auch immer geschrieben und immer Konzerte gespielt. Also da habe ich dann eine Pause gemacht, darüber sprechen wir vielleicht später noch. Aber so ein Album zu produzieren und dann so mit voller Kraft da irgendwie an diesem eigenen Ding zu ziehen, das hat ein paar Jahre gebraucht und diese paar Jahre, die waren tatsächlich auch, weil es emotional einfach nicht sich ausgegangen wäre, so von der verfügbaren, ich sag mal, emotionalen Energie oder so. Mhm. Und man muss ja auch, um ein eigenes Album zu machen, sehr im positivsten Sinne egozentrisch sein und das ist auch eben in dieser Phase, glaube ich, nicht so easy gewesen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, war bei mir auch so, als ich meine Kinder gekriegt habe, dass es erstmal so eine Phase des Rückzugs dann war. Also einfach aus Kapazitätsgründen, das ist das eine. Ja. Und das andere ist einfach auch aus thematischen Gründen, muss jetzt ich mal sagen. Weil das natürlich den Fokus von ganz, ganz hart von einem selber weglenkt. Und man dann mit ganz anderen neuen Emotionen, Größenordnungen von Emotionen auch beschäftigt ist und Schlafentzug und so weiter natürlich, das kommt auch dazu. Dass das bei mir was war, was ich künstlerisch jetzt erstmal nicht verwerten konnte. Muss man ja auch nicht. Aber also ich wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen komisch vorkommen, wenn jetzt da irgendwie so ich hätte keinen Anschluss gefunden an die Themen, die ich sonst künstlerisch bearbeitet habe, wenn ich jetzt auf einmal ein Album drüber mache, was mein Alltag war. Nämlich, also halt wickeln, nicht schlafen,
Völlig fertig sein mit den Nerven. Eben so, also da man dachte, also ja. Das ist jetzt für mich künstlerisch nichts, was ich unbedingt in Kristall gießen muss, für ja. die Ewigkeit festhalten. Ich hab mal ein Schlaflied geschrieben für mein nicht schlafendes Kind. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich ich sogar auch ja. rausgebracht. Ah, das ist schön, ja. Ich habe meins nicht rausgemacht. Ja. Das habe ich ursprünglich sogar schön. Auf Bayerisch geschrieben. So. Mhm. Komm, kleiner Mann, gib halt ein, schlaf halt. Ah. Gib halt auf, schlaf halt ein. Gib nichts mehr zu ja. sehen. Schlimm. Ja. Aber nein, nicht schlimm. Urgut. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass man genau diese Phase eben schon künstlerisch verwerten muss. Aber richtig. Dass es eben nicht genau in diesem Moment passieren kann, genau. weil man muss das genau. zuerst verdauen und auch intellektuell einmal irgendwie greifen. Also und mit auch, allen ja. Ebenen seiner selbst sozusagen einmal durchwandern lassen und dann kann man drüber schreiben. Absolut, weil man da auch seine Rolle neu definieren muss. Also davor ja. ist man ja doch, also bei aller Liebe und Partnerschaft ist man ja doch ein Individuum viel, viel mehr, als man es dann in dem Moment ist. Dann hat ja, man auf ja, einmal ja. so eine Elternrolle, ein Kind ja. gegenüber. Ja, ist auch ein bisschen und, Rudel auch. Ja, ja eben. Und wer ist man dann in diesem ganzen Ding eigentlich? Ja. Also da muss man sich da schon auch neu aufstellen. Du hast jetzt aber nach dieser Zeit neu angepackt und so richtig, mhm. also richtig, so richtig, ja. Eine neue Platte gemacht. Im Jahr 2020 ist die rausgekommen. Ja. Und da kommen wir auch gleich noch dazu, was da der große Unterschied war mhm. Zu dem, was du vorher gemacht hast. Ja, das mal, vielleicht kommen wir da einfach mal gleich dazu. Nämlich, ja. Das ist für mich ein sehr interessantes Thema. Ja. Als jemand, also ich habe Englisch studiert vor einer Weile und habe das deswegen gemacht, weil das für mich immer die Sprache war, in der Kunst stattfindet. Mhm. Alles, was für mich relevant war, alles, mit dem ich groß geworden bin musikalisch, war halt einfach auf Englisch. Die ja. Bücher, die Filme, die Musik, die wirklich relevanten Dinge waren halt, das war weder in Mundart, in meiner, noch war das in Hochdeutsch. Das war auf Englisch. Darum war das für mich komplett selbstverständlich, dass wenn ich selber beginne, Kunst zu machen, dass die auf Englisch ist. Mhm. So. Genauso wie bei dir eben auch. Und dann 20, also du hast die ersten beiden Alben auf Englisch gemacht. Und jetzt, 2020, war das in Hochdeutsch plötzlich. Mhm. Warum denn? Also ich würde fast sagen, es war nicht hoch, also es ist eine Art von Hochdeutsch, aber vor allem ist es meine Muttersprache. Also es ist die, ich habe sehr lang daran geschraubt, die Sprache, in der ich spreche, in diese Lieder übersetzen zu können. Mhm. Und das habe ich für mein Begreifen sozusagen auch geschafft. Mhm. Und das hatte mehrere Gründe. Der Hauptgrund war, dass die Komplexität dessen, was ich beschreiben wollte, einen Grad erreicht hat, dass ich sozusagen in meiner Muttersprache beschreiben wollen, um dem gerecht zu werden. Also ich kann sehr gut Englisch. Ich habe viel Zeit in englischsprachigen Ländern verbracht, auch schon früh. Mhm. Aber meine Kindheit hat nicht auf Englisch stattgefunden, sondern auf Deutsch. Und das mhm. führt dazu, dass ich sozusagen alle Assoziationen zu jedem Begriff, den ich verwende, alle möglichen Assoziationen, die Implikationen, die jeder Begriff hat, die kann ich auf Deutsch fassen. Auf Englisch kann ich vielleicht die Hälfte davon fassen, aber die andere nicht. Und mir war es bei diesen Liedern, die teilweise auch recht sich sehr heikel angefühlt haben. Also ein Lied über postnatale Depression zum Beispiel, da wollte ich sozusagen abschätzen können, was die Leute auf mich projizieren, wenn sie das hören. So eigentlich. Weil was sie damit anfangen, was sie für sich selber damit anfangen, das ist ja total offen. Und jede Hörerin und jeder Hörer, alle Menschen, die das hören können, können daraus machen, was sie wollen, für sich. Aber in dem Moment, in dem jemand beginnt zu interpretieren, wer ich bin, mhm. über den Text, den ich geschrieben habe, das war früher für mich relativ egal, das war dann aber nicht mehr egal, weil die Themen, die ich behandelt habe, so intime Themen sind. Und auch da geht es auch viel um Erschöpfung und um eben Depression oder auch um Tod, um alle möglichen Dinge, die sehr intim, sehr heikel sind. Und da war es mir wichtig, genau sein zu können. Das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Das ist, also weil die emotionale Präzision, zu der man in der Muttersprache in der Lage ist, also die ja. weniger
Das ist gar nichts Pragmatisches so, das ist auch nichts Intellektuelles, sondern das ist viel weiter unten so der Knopf, der da zum Teil gedrückt wird, wenn man das eine richtige Wort da hat in der deutschen Sprache. Und das finde ich so interessant, weil ich habe Englisch studiert, um besser Texte schreiben zu können, damals, als ich jung war. Und ich habe mich so intensiv mit dem Zeug auseinandergesetzt, so lange. Ich habe dann sogar promoviert drin, weil es mir so wichtig war. Und weil es so geil war. Und trotzdem, ist es so bei mir, also ich kann schon Englisch. Ja, voll. Aber ich auch bei mir behaupten, ja. Aber ich habe mich so intensiv damit auseinandergesetzt, wie man das machen kann, ohne dass man wirklich jetzt nach England zieht. Und trotzdem ist es so, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe, so, ich habe jetzt ein deutsches Lied geschrieben und ich kann es nicht singen, weil ich heulen muss. Das ist mir bei einem englischen Lied noch nie passiert. Ich habe Texte schon immer wahnsinnig ernst genommen. Ich habe da reingehängt, was ich habe. Ich bin jahrelang zum Teil an denen gesessen und habe es immer, also, und trotzdem ist es so, dass dann schreibt man einen deutschen Text und auf einmal merkt man, oha, das ist jetzt ein Schlag in den Solarplexus, den ich da irgendwie hinkriege. Obwohl die Worte so einfach sind, aber es sind ja genau die kleinen Nuancen, wo man halt dann im Deutschen merkt, so ja, das ist dann, also kann ich von daher sehr gut nachvollziehen. Genau das. Es ist so basal, glaube ich, sagt man ja. Es greift an die Basis von allem, was man, weil Sprache ist ja, wie wir lernen zu sprechen, ist eigentlich, wie wir lernen zu fühlen und zu denken auch. Ja? Also das macht einen riesengroßen Teil aus. Und das lernt man nur in einer Sprache, außer man wächst halt wirklich mehrsprachig auf, aber und diese Sprache ist einfach weitreichender als alle anderen. Wie geht's dir denn da live? Wenn du, also spielst du live noch englische Lieder? Hin und wieder. Die haben eine andere Qualität. Also ich habe das auch das erste Lied, das ich über meine Angst geschrieben habe, die ich hatte als junge Mutter, nämlich ganz konkret Todesangst. Das war auf Englisch und weil ich da noch mein Deutsch quasi noch nicht gefunden hatte. Und da merke ich schon, dass es einen Puffer gibt sozusagen zwischen dem Lied und mir. Das ist so ein Sicherheitspuffer. Den gibt es auf Deutsch eben nicht, sondern nur auf Englisch. Aber es ist trotzdem auch ein sehr intensives Lied, das ich sehr gerne spiele. Aber es ist eben, es gibt einen Unterschied in der, wie weit es reicht sozusagen, wie weit es in mich hineinragt, während ich singe. Also ich erzähle eine kurze Anekdote. Ja? Ich habe vor kurzem ein Konzert gespielt in lustigerweise der Präsidentschaftskanzlei vor Politprominenz, weiblicher Politprominenz Österreichs. Und eine halbe Stunde bevor ich on stage gegangen bin, habe ich mit meiner Tochter telefoniert, die gerade von ihrer Projektwoche zurückgekommen war und einen Unfall hatte und offenbar eine leichte Gehirnerschütterung. Und mich hat es verständlicherweise komplett zerlegt. Ja? Also eine halbe Stunde passiert schon, weil natürlich hätte ich am liebsten meine Sachen gepackt und wäre sofort zu ihr gefahren. Und habe auch, es waren zwei Freundinnen von mir anwesend, denen ich auch gesagt habe, bitte umarmt mich jetzt nicht oder tut es jetzt nicht, geht bitte nicht drauf ein, weil sonst heule ich und ich das geht nicht. Ich kann nicht heulend auf eine Bühne gehen, weil das ist, das ist die Grenze, die mich unprofessionell machen würde sozusagen. Ja, weil egal wie durchlässig ich bin emotional, wenn ich kipp, dann kann ich nicht mehr, kann ich für niemand anderen mehr was tun. So. Und also habe ich mich mega zusammengerissen in dieser halben Stunde und dann bin ich auf die Bühne gekommen. Dann war noch eine Ansage von einer Frau, die mich noch einmal fast zum Heulen gebracht hat, weil sie so meine Musik offensichtlich auch so eben getroffen hat. Das war alles total emotional. Und dann habe ich als erstes Lied, zwar ein Lied auf Deutsch, aber ein Lied gesungen, das ich nicht selbst geschrieben habe. Weil ich wusste, das Lied, das ich ursprünglich geplant hatte für den Anfang, wenn ich das jetzt spiele, dann brechen alle Dämme und ich heule auf der Bühne. Und ich will das nicht. So. Also ich weiß jetzt gar nicht eigentlich, wo die Frage sozusagen jetzt oder die Beantwortung der Frage anfängt und aufhört. Aber was ich glaube ich sagen wollte ist, die Lieder, die ich auf Deutsch über Dinge geschrieben habe, die mich zutiefst berühren, kann ich nur singen, wenn ich in mir eine Stabilität habe.
die unerschütterlich ist sozusagen. Ich kann mich tief davon berühren lassen, aber es ist ein schmaler Grat und über diesen schmalen Grat zu kippen würde bedeuten, dass ich eigentlich von der Bühne gehen muss. Und das, genau, ja. Deswegen habe ich ein anderes Lied gesungen als Eingangslied und dann war ich stabil und dann konnte ich das machen und dann war das auch ein unglaublich schönes Konzert und alle haben geheult und was weiß ich was. Hast du geheult? Nein. Ja, weil das wäre, ich meine, das wäre dann einfach auch für die anderen so unangenehm gewesen. Also stell dir vor, weil sehe, das kann eine Schauspielerin machen, aber eine Sängerin, das ist zu arg. Jetzt kommt von mir eine kleine Anekdote. Ich habe letztes Jahr im Herbst ein Konzert gespielt in München und hatte geprobt mit einem relativ großen Setup, mit Loopstation, Samplepad, bla. Also ich spiele immer alleine und hatte halt soundtechnisch ein bisschen so das Breitband-Setup dabei. Komme ich da hin und dann sagt die, du weißt was, heute ist übrigens aus Gründen, wollen wir, dass du heute komplett ohne irgendwas spielst und unverstärkt. What? Ja, exactly my reaction. Ich bin da geguckt, so, aber ich habe jetzt hier so zwei Rucksäcke voller Zeug dabei und ich habe das Set extra auf das geprobt. Nee, geht heute nicht anders. Wir haben heute, also weil die da einfach spezieller Laden und die haben immer an diesem einen Tag im Monat, war das halt komplett unplugged, aber sie haben vergessen, mir das zu sagen. So. Oh. Und dann habe ich gesagt, okay, ja shit, ja, aber dann ziehen wir das halt durch. So, dann habe ich meine Setlist umstellen müssen und habe 4, 5 Lieder reinpacken müssen, die ich überhaupt nicht spielen wollte, weil genau das Problem war bei mir. Also ich habe auch zwei sehr spannende Jahre hinter mir und ich habe gewusst, ich komme durch dieses Set so wahrscheinlich nicht durch, ohne dass es mich irgendwann mal zerlegt. Ich habe das dann zum Thema gemacht auch. Ich habe gesagt, Leute, das ist jetzt spannend für mich und ich kann euch nicht versprechen, dass ich nicht irgendwann zum Weinen anfange, aber wir kommen da durch. Und es liegt nur daran, dass ich hier vielleicht zum Weinen anfange, weil das, was ich mache, ist jetzt so brutal ehrlich. Ich mache mich jetzt so nackig vor euch, denkt es euch nichts. Und dann spiel ich und es haut alles hin. Ich habe immer wieder mal ein bisschen was veratmen müssen und es hat alles gepasst. Und dann wollten die unbedingt eine Zugabe haben und dann war das der eine Killersong. Also, ich habe gesagt, okay, Leute, ihr wolltet das so. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Finden wir es gemeinsam heraus. Und ich spiele das Lied so und währenddessen haben wir gedacht, okay, cool, du hast das eigentlich fast geschafft, kommt die letzte Zeile. Die letzte Zeile ist so der Neckbreaker. Und ich atme so ein und fange voll zum Heulen an. Und sitze auf der Bühne, vor mir sitzen da 60 Leute im Saal und gucken mich so an und mich zerlegt es einfach total. Oh, ich heule in meine Gitarre rein. Oh Gott, ich habe Gänsehaut allein nur bei der Nacherzählung. Dann habe ich fertig geheult gehabt, habe irgendwie so leicht zitternd weitergespielt, den letzten Satz gesungen, meinen Kopf auf die Gitarre gelegt und einfach mal so eine halbe Minute lang nur geatmet. Dann gucke ich hoch, die Hälfte vom Saal hat rote Augen, die anderen stehen so da und ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass man sich denkt, boah, scheiße, ich kann und will jetzt nicht vor euch allen heulen. Ja. Hab das auch noch nie gemacht, bis auf diesen einen Abend. Ich will das so auch nicht mehr machen. Das war nämlich, also da war ich danach Banane. Ja, genau, weil du bist ja, es beeinflusst dich ja komplett, also. Es war an diesem Abend, war es so wie es war, eine wunderschöne Erfahrung, der heftigste Gig, den ich jemals hatte, aber ist jetzt auch nichts, was ich brauchen würde und noch dazu war das halt eine wesentlich privatere Sache als jetzt bei dir, aber wenn du da vor der Politprominenz sitzt, ist es nochmal was anderes, finde ich. Ja, genau, das hat mich auch sozusagen, es gibt Settings, also wenn es ein Setting gewesen wäre, wie ich auch oft spiele, wie in einem kleinen Club, wo nicht so viele Leute sind und die sind irgendwie einfach privat, dann ist es auch, finde ich, was anderes. Also und ich finde auch die Geschichte, die du erzählst, es ist auch sehr bezeichnend, dass es dir ganz am Ende passiert ist und du hast dich irgendwie zusammengehalten und dann ganz am Ende sind einfach die Dämme gebrochen. Ja. Und das ist ja, also besser hättest du es nicht timen können. Das ist ja auch wahnsinnig schön. Ja, ja, es war nur wirklich was Schönes. Ja, voll, genau. Genau. Ja, ich habe bei dem Konzert auch nach dem ersten Lied den Leuten gesagt, wie es mir gerade geht und dass ich gerade eben telefoniert habe und die Geschichte damit, damit die wissen, womit sie es zu tun haben. Weil ich gehe auch davon aus, dass wenn Menschen Musik hören, dann wollen sie auch immer den Menschen, der diese Musik macht, sehen als Mensch.
und nicht nur als Performer oder als Rolle. Oder, ich meine, es gibt Situationen, da gehen Leute in Rollen und das ist total cool und legitim und eine andere Story. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann gehe ich auch immer als Person auf die Bühne, die also so ganz menschlich. Und das ist ja dann, ja, da will ich auch mich nicht wegducken, da will ich auch ganz da sein, so wie du, glaube ich. Also das, ja. Das ist ja dann gerade die Ebene, wenn man da hinkommt, dass man eben, also der Begriff, es ist so Authentizität, meine Güte, weil das so, weil das so aufgefressen worden ist von der Plastik-Promotion-Industrie, weil ja, die, voll. Es wird einem ja alles als authentisch verkauft und das ja, ist dann man immer will so das eine den Ding, Begriff so, nicht mehr. Ja, man will es gar nicht sagen, aber ja. Es ist halt tatsächlich das. Also ab dem Punkt, dem man halt da das Gefühl hat, das ist ja das, was man macht, gerade als Singer-Songwriterin, wenn man sich auf eine Bühne stellt, das ist ja nochmal, da haben wir ja nicht, wenn man jetzt als Techno-DJ raufgeht, dann ist das zu einem gewissen Teil auch eine Funktionsmusik. Also da geht es dann weniger um dich als Person und vielmehr um die Musik, wo halt Leute tanzen können dazu. Nur als Liedermacherin ist deine Botschaft ja alles. Ja. Da zu deiner Gitarre, zu deinem Klavier, da fängt jetzt keiner gleich zu tanzen an, sondern es geht um die Botschaft, die du hast. Und wenn die dann, wenn man da dann merkt, so ja, Moment mal, das ist jetzt wirklich ein echter Mensch, der da gerade was erzählt und das hat eine Verbindung zu seinem Leben und zu mir auch, das ist ja eigentlich gerade das Schöne, finde ich. Genau da passiert dann die Magic, die das unterscheidet, die das, dieses Intime von einem Liedermacher, einer Liedermacherin, die halt aus ihrem Leben schöpfen, künstlerisch. Gerade da wird es spannend. Ja. Drum, ja. Und ich habe auch festgestellt, dass das war auch etwas, was mir nicht bewusst war, wie ich diese Lieder geschrieben habe, aber im Nachhinein bin ich sehr erleichtert darüber. Je tiefer ich in mich hineingreife, desto tiefer greife ich auch in mein Gegenüber hinein. Also es ist nicht, ich gehe nicht tiefer in mich hinein und weg von wem, sondern ich gehe tiefer in mich hinein und gleichzeitig tiefer in mein Gegenüber. Und das war mir nicht so bewusst, wie arg wir uns eigentlich spiegeln. Dafür aber auch die deutsche Sprache wichtig. Ja. Weil man den anderen emotional einfach sonst nicht abholen kann. Nicht so. Ja. Nicht dieses, so. Nicht so direkt. Finde ich total interessant, dass du das sagst, weil das geht mir nämlich auch so, dass ich selber habe noch nie so ehrlich und so direkt geschrieben wie jetzt gerade, sodass ich mir manchmal wundert, ist das jetzt schon zu banal eigentlich? Weil es so einfach ist. Ja, voll, ist, das kenne ich, so, ja. Weil es so klar ist, früher auf Englisch, ich habe so nette geschrieben mit so einem Vokabular, so, ja, das hat natürlich keiner kapiert. So, ja. Da fängt keiner zu weinen an. Da sind alle so, was will uns damit sagen? Hang on. Ja, Gesundheit, was, wie, so. ja. Ja. Schön. Genau. Ja. Ich habe hier eine ganz, ganz wichtige Frage stehen, die mich persönlich auch betrifft. Weil du ja vor kurzem ein Crowdfunding abgeschlossen hast, das war nicht dein erstes. Wie ist denn das gelaufen? Gut anscheinend. Ja, voll gut, voll gut. Das war mein zweites. Genau. Und ich hatte bei diesem ein niedrigeres Ziel, weil es nur eine EP ist und ich eine Förderung für diese EP bekommen habe. Das heißt, ich habe jetzt nur noch Geld gebraucht für die letzten Schritte sozusagen. Beim ersten Crowdfunding habe ich die ganze Albumproduktion selbst finanziert, beziehungsweise haben mir ganz, ganz viele Leute zugearbeitet, ohne Geld dafür zu kriegen. Und deswegen habe ich einfach so viel Geld wie möglich sozusagen über dieses Crowdfunding generieren wollen, damit ich die zahlen kann im Nachhinein. Und das war diesmal ein bisschen anders, deswegen war es diesmal entspannter, weil das Ziel war nicht so hoch. Ich wusste schon sozusagen, dass ich höchstwahrscheinlich genug Leute um mich, also an meiner Fanbase sozusagen haben, die das genug interessiert, um mich finanziell zu unterstützen. Und dann war es eigentlich nach 10 Tagen war schon klar, dass es sich ausgeht. Ja, eh super. Auf welcher Plattform war das? We Make It. Da gibt es aber einen Trick, weil in Österreich einmal im Jahr eine Bank einen gewissen Betrag bereitstellt für künstlerische Projekte und die zahlen das zweite Drittel. Und das machen sie aber nur auf der Plattform We Make It. I see. Okay, ja. Interessant. Und deswegen war ich bei We Make It. Ich habe mich
auch, also beim ersten Crowdfunding auch, weil ich eben darüber sozusagen, ich kenne eine Frau, die dort gearbeitet hat, die voll die kluge, interessante Frau ist, und die hat mir das damals eben erzählt, und so bin ich da irgendwie draufgekommen. Ich glaube, für Deutschland gibt es da, also ich bin jetzt draufgekommen, weil ich vor kurzem selber ein Crowdfunding unterstützt habe, also Unterstützerin, bei, wie hat denn das geheißen? Start Next, kann das sein? Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, weil da kannst du dir aussuchen, wie viel Geld du der Künstlerin gibst und wie viel Geld du der Plattform gibst. Und es ist viel transparenter, weil ich kriege jetzt mein Geld und gebe, also aber minus halt dem Prozentsatz, den die Plattform für sich, etwas nicht wenig ist. Und das ist aber nicht so transparent fürs Publikum. Ich finde das natürlich auch legitim, weil die müssen natürlich irgendwie sich organisieren und so weiter und so fort. Aber genauso transparenzmäßig sind ein paar andere Plattformen da vielleicht auch für den Mitmachenden oder die Mitmachenden irgendwie durchsichtiger. Du hast jetzt gesagt, dass das für dich sowieso von vornherein entspannt war, weil du ein niedrigeres Ziel hattest, das du erreichen musst. Das ist ja dann auch gar nicht einmal so unwichtig vorher, wenn man sich dieses Ziel festsetzt, weil stell dir vor, du gehst her und sagst, ich brauche 20.000 Euro und dann sind es plus 500. Wie peinlich ist das? Also nicht nur schwierig, das ist ja nicht nur dann finanziell schwierig, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung von einem als Künstler. Wer soll so jemanden buchen, der überhaupt keine Fanbase hat? Also diese ganzen Dinge, die da so bei dem Crowdfunding immer mitschwimmen, wenn man sowas macht. Voll. Hast du das dann, die Zeit des Crowdfundings, heißt es ja immer, darf man nicht online stellen und dann warten, sondern da muss man ja ballern, Content raushauen. Wie hast du das gemacht? War das bei dir so eine Performance über die ganze Zeit oder Also, ich habe so beim ersten Crowdfunding ein paar Dinge gelernt, die ich mir glücklicherweise gemerkt hatte, die letzten 3 Jahre. Also, erstens, du musst es mega gut vorbereiten und schon im Vorhinein ungefähr wissen, wann was passiert. Das heißt, beim ersten Crowdfunding wusste ich, in der Mitte kommt eine neue Belohnung dazu. Und ich weiß nicht, was es beim ersten war. Beim zweiten war es jetzt, meine erste Single von EP ist zwischendrin rausgekommen. Das hat geholfen, glaube ich. Aber ich finde das so ein bisschen schwierig, dann die ganze Zeit so rauszuballern, weil man denkt sich ja auch, ich bitte da eigentlich gerade um Geld und ich will ja den Leuten eigentlich sagen, hey Leute, ihr kriegt was voll Geiles dafür und nicht in diese Bittstellerposition geben. Ja, das ist so schwierig und das ist auch so ein schmaler Grat, weil ja, natürlich, ich bin auf sie angewiesen und das ist auch gut, ihnen das zu sagen, weil das ist die Wahrheit. Gleichzeitig muss ich ihnen zutrauen, dass sie nicht mitmachen würden, wenn sie nicht Bock drauf hätten, dass meine Musik sich verwirklicht. Und das macht mich auch dann zu mehr als nur einer Bittstellerin, weil ich habe viel zu geben. Und das, was ich zu geben habe, ist sehr, sehr wertvoll und kann man mit Geld ja eigentlich nicht aufwiegen, aber man kann sozusagen, deswegen gibt es ja auch ganz viele verschiedene Optionen, wie viel Geld man sozusagen geben kann. Aber das darf man nicht vergessen. Man sagt schon bitte, aber man sagt nicht bitte, 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 sondern man sagt bitte und dafür kriegst du XYZ. Und das ist geil. Das ist geil. Das ist aber tatsächlich eines der schwierigeren Themen, finde ich, weil als Künstlerin ist man ja immer auch Unternehmerin, ob man das weiß oder nicht. Das ist einfach so. Und schrecklich. Das geht mir wahnsinnig am Arsch. Boah, Tell me. Man sitzt halt so da mit seiner Gitarre oder seinem Klavier mit 14 und meint halt, das wär's, so quasi. Und dann merkt man irgendwann, ja nee, damit beschäftigst dich dann vielleicht ein Drittel deiner Zeit und der ganze Rest ist ein Hustle und Telefonieren. Gute Amanda Palmer, du hast das auch in einem Interview erwähnt, The Art of Asking, dass das dir da durchaus auch geholfen hat. Voll, ich habe das Buch gelesen und mitgeschrieben quasi, ja. Ja, weil das aber was ist, was bei uns auch, also das ist auch eine kulturelle Sache, glaube ich, also die gute Amanda, in Amerika ist ja das ganz was anderes, dich selbst als Künstler, nicht nur, also Künstlerin, in der Öffentlichkeit auch als eine Businessperson darzustellen, die einfach sagt, schaut's mir her, Leute, ich habe da ein neues Produkt, kauft es mal alle.
Da ist man bei uns, also in Österreich, glaube ich, genauso wie in Deutschland, sehr vorsichtig damit, dass man das nicht vermischt. So die Künstlerpersona in der Öffentlichkeit mit der Businesspersona im Hintergrund. Weil Himmel hilf, am Ende, keine Ahnung, was, vor was man Angst hat. Dass die Leute meinen, man würde betteln. Ja. Diesen Eindruck will davor man, hat man Angst. Davor hat man panische Absolut. Angst. Ja. Und da ist es dann wirklich, also ich kann das Buch auch nur jedem empfehlen, das mal zu lesen, einfach, dass man da diese Denke mal rauskriegt, so bloß weil man um etwas fragt, heißt das nicht, dass man bettelt. Ja. Deswegen finde ich es, also ich find's total interessant, dass, also ich werde jetzt selber dann auch mal eins starten, cool. So diesen Sommer, ja. Darum finde ich das auch persönlich interessant. Ja. Was man da so im Kopf alles erstmal rumschieben muss, bis man das entspannt so aus der Hüfte machen kann, ohne dass man sich die ganze Zeit denkt, aber darf ich das jetzt eigentlich? Und ist das nicht eigentlich blöd? Oder und so? Ich kann dir jetzt schon sagen, das kommt immer wieder. Darf ich das jetzt eigentlich? Kommt immer wieder. Weil es ist nicht, es ist keine Gmadewiesen, wie man in Wien so schön sagt. Ja, das es ist immer wieder, ja. wenn du die Künstlerpersönlichkeit bist, die du sein willst, glaube ich, dann sind kein Zweifel ja eigentlich, es sind ein integraler Bestandteil deiner selbst so. Muss. Und bringen dich ja auch weiter. Es ist ja nicht schlecht zu zweifeln. Also das passt ja auch bis zu einem gewissen Grad, solange du dich nicht zerfrisst. Und so ganz easy ist es, war es für mich jetzt auch beim zweiten Mal nicht. Im Gegenteil, ich habe mir gedacht, jetzt denken sich die Leute, jetzt kommt sie schon wieder und will Geld von uns. Ja. Und dann habe ich mit einer Bekannten von mir geredet, die beim ersten Crowdfunding mitgemacht hat und bei einem von meinen Vorhörkonzerten war. Das sind Konzerte, die ich in meinem Arbeitsraum gegeben habe für 20 Leute. Und die haben halt recht teure Tickets dafür gekauft. Ja? Also mit einer CD gemeinsam 55, beziehungsweise dann, wenn das ausverkauft war, 75 Euro. Dafür, dass sie mich sozusagen sehr exklusiv in so einem kleinen Setting kriegen. Und sie hat gesagt, sie haben zwei Tickets gekauft, waren zu zweit, da haben also 150 Euro ausgegeben. Und sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, sie hat komplett zurückbekommen, sie hat überhaupt nichts hergeschenkt. Sie hat überhaupt. Und dieses Gespräch war für mich wahnsinnig wichtig, weil es hat mir sozusagen diesen Rückhalt gegeben und mich wieder daran erinnert, ja, ich habe was zu geben. Und das ist nicht nichts. Das ist was für manche Leute, nicht für alle Menschen, aber für manche Menschen sehr, sehr, sehr wertvoll ist und selbstverständlich auch 150 Euro wert ist. Ja. Das ist gut zu hören. Du bist ja jetzt komplett im DIY-Modus angekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du irgendeine Struktur außenrum? Booker, Manager in irgendwas? Ja, ich habe eine Bookerin. Das ist super wichtig. Es ist jetzt die dritte Person, die mein Booking macht. Im Laufe der letzten 15 Jahre habe ich schon zwei andere gehabt. Das ist etwas, was ich wirklich nicht gut kann. Ich habe es bei Alles bleibt, also bei dem Album 2020, habe ich im Vorfeld versucht, in Deutschland zu booken, weil da hatte ich niemanden in Deutschland. Und es war so wahnsinnig frustrierend, weil natürlich, dich kennt keine Sau, es gibt ein totales Überangebot und nicht genug Nachfrage. Und dann kam auch noch Corona, also es war sowieso völlig sinnlos, da irgendwie zu glauben, dass man da was reißt, ja? Weil man denkt, irgendwo in sich denkt man sich ja immer, die Musik, die ich mache, die ist besonders speziell und besonders toll und total einzigartig und sowas gibt es kein zweites Mal. Und das mag alles stimmen, aber es stimmt halt für alle. Es gibt einfach sehr viel gute Musik da draußen, ne? was schön ist. Ja? Und jetzt in Österreich könnte ich mich wahrscheinlich besser selber buchen, weil da gibt es einfach schon Interesse, einfach im Laufe der Jahre gewachsen sozusagen. Und ich muss auch der Fairness halber dazu sagen, meine ersten zwei Alben habe ich auf Universal Music rausgebracht, auf einem Major und wurde dort gut betreut und hatte dort auch Budgets, von denen ich jetzt träume. Das war mir damals nicht bewusst. Aber ich weiß jetzt, was die reingesteckt haben da. Das ist auch etwas, was meinen Start so erleichtert hat, dass ich natürlich immer noch davon profitiere, weil mein Name von Anfang an was war. Und das ist dann auseinandergegangen
total friedlich, weil es klar war, dass sie nichts von mir und ich nichts von ihnen habe. Also auf Dauer, weil wir einfach zu arg in zwei verschiedene Richtungen ziehen sozusagen. Aber in der Zeit, in der ich dort war, hatte ich auch einen super A&R, der sich urgut um mich gekümmert hat und voll für mich eingesetzt hat. Also da wusste ich noch nicht, was DIY ist. Und jetzt, wo ich es weiß, checke ich, dass ich damals einfach unglaublich viel Glück hatte. Und auch gleich eine Bookerin hatte und so weiter. Also das war dann auch, das war auch damals nicht so schwer, jemanden zu finden, weil wenn du sagst, ich bin gesigned bei einem Major und die machen mega Werbung, dann sagt jeder, ja sicher will ich das buchen, weil da wird was rauskommen. Und das ist jetzt ein bisschen härtere Arbeit, weil 10 Jahre sind eine lange Zeit und ich meine, man braucht nicht 10 Jahre, um vergessen zu werden im Musikbusiness, es geht schneller. Ja, es wird ja immer noch schneller. Würdest du zurück wollen? Nein, also ganz klar nein. Es gibt aber Komponenten davon, wo ich mir jetzt denke, warum habe ich das nicht besser zu schätzen gewusst? So. Aber gleichzeitig die Tatsache, dass ich war auch damals nämlich künstlerisch frei. Also es hat uns niemand gesagt, wie die Musik auszuschauen hat. Das wollte ich gerade noch fragen. Komplette Freiheit. Und das habe ich aber nur dem A&R zu verdanken, der mich da betreut hat. Der hat das für mich erkämpft. Der ist dann aber auch weggegangen. Und ohne ihn keine Chance. Würde ich nie zu einem Major-Label gehen. Und was halt jetzt auch schön ist, ist das Gefühl der Selbstermächtigung tatsächlich. Also auch wenn es manchmal ganz schön zittrig ist, weil ich unglaublich viel Geld gerade ausgebe und nicht weiß, ob sich das je wieder amortisiert. Also ich keine Ahnung, vielleicht nicht. Ja. Das ist schon beängstigend. Auch weil das ganze Crowdfunding-Geld auch beim letzten Mal, das ist einfach puff, weg. Ja. Und dann glaubst du halt, ja, dann wirst du ganz viele gut bezahlte Gigs spielen, dann ist wieder drin und dann kommt, also beim letzten Album, eine Woche später, erster Lockdown. Ja. Also, oh Gott, super Timing. That didn't work. Da war ich in der, da ging es mir schlecht, das war schlimm. Die ersten paar Monate waren richtig schlimm, ja. Nach 8 Jahren was rausbringen und dann, also und dann halt auch, da wussten wir ja noch nicht, was das ist, das war ja... Wie ein Kübel kaltes Wasser mitten im Winter auf den Kopf. So. Ja, und damals hatten wir ja wirklich alle nur gemeint, es dauert jetzt irgendwie 4 Wochen und dann ist wieder gut. Und dann jedes Mal wieder zu merken, nee, es dauert noch einen Monat. Ich glaube, das dauert sogar noch ein halbes Jahr. Oh, jetzt wird erst Winter und. Also war für alle spannend. Ja, voll. Du hast jetzt da eine Menge von dem Umbruch erlebt, ähnlich wie ich. Bist ja du in die 80er groß geworden, hast wahrscheinlich noch als Kind Vinylplatten gehört und Kassetten und dann sind erst CDs dazugekommen so und dann stülpt sich das Musikbusiness halt einmal komplett auf links, ungefähr genau in der Zeit, in der man selber beginnt, dass man mal was macht und irgendwie rausgeht. Ja. Und dann kommt erst Download und dann Streaming und jetzt wollen alle wieder Vinyl und... jeder spricht nur noch über TikTok und man fragt sich selber, ja, was ist denn da morgen bitte das Thema? So, verkaufen alle Gummientchen oder was? Wo geht das noch hin? Wie geht's denn dir mit der Entwicklung, dass das was ist, was jetzt auf der einen Seite immer mehr, also im Guten wie im Schlechten bei dir liegt, dass du als Person dich selber in Social Media verkaufst und wie siehst du das gerade als, also für dich als Künstlerin so mittel- und langfristig, ist das was, was dir in die Hände spielt, dass das diese Entwicklungen gerade nimmt oder ist das eher was, wo du Schwierigkeiten damit hast, dich anzupassen? Also es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil es gibt auch da so viele Pros und Cons sozusagen. Ja? Ja. Ich möchte, bevor ich es vergesse, sehr empfehlen, es gibt den Newsletter Low Budget High Spirit vom Farbschützers Leipzig. Kann ich sehr empfehlen, weil der spricht über viele dieser Dinge auf sehr erhellende Weise. Das habe ich, ich habe mich gestern dazu über NFTs gelesen in seinem Newsletter. Deswegen denke ich jetzt dran, weil das ist ja auch so eine Entwicklung, wo wir uns denken, müssen wir da jetzt aufspringen oder was ist, oder so wie TikTok. Und also deswegen, ich will ihn jetzt auch zitieren, oder ich habe es vielleicht sogar nicht einmal mehr ganz richtig im Kopf, aber TikTok ist etwas, da müsste ich so viel Zeit investieren, so viel Energie investieren, die habe ich nicht. Also das geht sich nicht aus. Ich hab nicht so viel Zeit und ich will sie auch nicht in irgendwelche
beschissenen Werbevideos investieren. Das geht mir so gegen den Strich. Ich bin keine Entertainerin. Ich mache Musik. Ich will Musik machen. Instagram und Facebook, ich habe mich daran gewöhnt. Es geht sich aus. Ich mache zweimal in der Woche meinen Post. Ich versuche das irgendwie halbwegs am Schirm zu haben, zu planen. Manchmal habe ich wochenlang keinen Plan und mache jedes Mal irgendwas Spontanes. Und das weiß ich, das ist einfach gut, mit meinen Fans in Kontakt zu bleiben. Aber wenn ich jetzt noch eine Plattform und noch eine neue Technik und noch ein, ich weiß nicht, wenn ich mir das alles drauf schaffen müsste, dann würde ich überhaupt gar keine Musik mehr machen. Ich habe im letzten halben Jahr nur Business gemacht. Ich habe kein einziges Lied geschrieben. Und ich merke langsam, wie mir das an der Seele zerrt. Ja? Ich bin echt schon so, eigentlich will ich am Klavier sitzen und Lieder schreiben und mich nicht um diesen ganzen Scheiß kümmern. Aber ich muss, weil wenn ich die besten Lieder der Welt schreibe und niemand weiß von ihnen, bringt es mir auch nichts. Das heißt, irgendwie muss man dieses Gleichgewicht finden und es ist auch ein emotional und psychisches Gleichgewicht, das man finden muss. Weil wenn man die ganze Zeit glaubt, man muss die ganze Zeit liefern und dienen und irgendwie für die anderen da sein, dann wird man überhaupt keine gute Kunst mehr zusammenkriegen. Amen. Absolut. Vor allem, also das Gute dabei ist, mir spielt da irgendwie so gerade wieder mit der Denke mit der Authentizität in die Hände, dass du eine Plattform ja nur bedienen kannst oder solltest, wenn du sie auch bedienen kannst. Und ja. TikTok ist nicht mein Format. Meine Sätze sind zu lang. Ja, voll. Same here. Ja, eben. Ja, voll. Von daher, ich sehe mich selber gar nicht in der Pflicht jetzt als Künstler, TikTok zu bedienen, bloß weil ich genug Leute um mich herum kenne, die das machen, aber die können das halt auch. Und die wollen das dann auch. Ja. Aber bis ich mein Game auf TikTok umgestellt habe, ist TikTok nicht mehr in. Weil. Absolut, ja. Ja. Genau. ja. Aber abgesehen von Social Media und dem, was da so in dieser seltsamen, irrealen Blase so passiert, weil da ist ja auch ganz viel Luft. Häufig. Und also ich folge ja auch coolen Leuten. Also ich folge viel so WissenschaftlerInnen und so. Also manchmal schaue ich dann auf diese Startseite und ich back mein Leben nicht. Es ist nur Bullshit, inhaltsleere Kacke. Es macht mich, ich verwende recht viele Schimpfworte während dieses Gesprächs, aber das macht mich schon richtig unrund. Und ich will mein Publikum nicht für dumm verkaufen. Ich will davon ausgehen, dass mein Publikum genauso Bock auf intelligente Gespräche, auf intelligenten Input, auf irgendwie Inspiration und Kreativität, die über dumme Kalendersprüche rausgeht, hat. Also davon gehe ich aus. Mein Publikum ist gescheit. Das sind keine Idioten. Die wollen keinen Scheiß. Nur weil vielleicht, und ja, offensichtlich ist es dann eine Nische, was ich ja nicht einsehen will. Ich glaube, dass alle Menschen potenziell gescheit sind und auch Bock auf Input haben, der sie geistig und emotional fordert. Ja? Aber es ist halt anstrengend und diese Anstrengung will man halt dann oft auch nicht sich antun. Habe ich auch Verständnis, whatever. Aber ich will da nicht rein und runter. meiner Ansicht nach ist es halt ein runter. Ich meine, das klingt sicher furchtbar arrogant. Meinst du? Was wäre da arrogant dran? Na, dass man irgendwie sagt, man ist sozusagen gescheiter als die anderen. Aber es ist ja nicht gescheiter, es ist ja eher einen anderen Anspruch an mein Publikum und mich zu haben. Das ist, also sorry, oder? Das eine ist Boxen, das andere ist Schachspielen. Also und zwar ohne irgendeine Wertung, weil das, was funktioniert auf Instagram, die Reels, das ist ja jemand, der lustig in der Planschbecken fehlt. Ja. Also das ist ja was anderes. Also ja, das ist gar nicht vergleichbar. Ja. Das eine ist rund, das andere ist eckig. So, da braucht man gar nicht anfangen irgendwie von. Also finde ich, dass man dann sich selber fragt, ja, ist das jetzt intellektuell genug oder zu viel oder sonst irgendwas im Vergleich zu dem, was funktioniert, weil das ist ja sowieso es. Ja. Irgendwas. wo ich davor eigentlich hin wollte, nämlich, das knüpft da ganz gut an, weil es ist nämlich ja so, das ist halt alles auf eine ganz seltsame Art und Weise gar nicht real, was da so in Social Media passiert. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das alles abschaltet, was ja durchaus eine Option ist, dass morgen kein Instagram mehr gibt, weil, keine Ahnung, Zuckerberg sich einbildet, er will jetzt da Gebühren dafür und dann ist auf einmal kein Schwanz mehr da. Genau, was ja mit
Facebook passiert ist. Auf Facebook passiert nichts mehr. Facebook ist komplett tot. Und wenn man jetzt Dann muss ich widersprechen. Dann hast du aber ein älteres Publikum. Genau. Und das wollte ich nämlich sagen. Es geht um die Bubble, in der man ist. Ja. Und ich habe, ich glaube, mein Hauptpublikum laut halt diesen ganzen Statistiken, die einem die ganze Zeit reingespielt werden, ist zwischen Anfang 30 und Mitte, Ende 40. Yes. Und von denen gibt es noch Leute auf Facebook, die sich richtig auseinandersetzen. Das stimmt, weil das aber auch wirklich die Generation ist, die auf Facebook war. Groß geworden ist. Ja. Alle drunter waren ja zum Teil gar nicht auf Facebook. Ja, so, also stimmt. Die sind halt entweder Instagram oder halt je nachdem, wie jung sie sind, sind sie dann TikTok, nur auf TikTok. Ja. Und kennen den ganzen anderen Rest. Ne? Ja. Aber diese ganze Online-Blase da, das ist ja alles gut und schön, aber wirklich merken, was Sache ist und was man eigentlich macht und dass da draußen auch echte Menschen sind, das ist ja dann wirklich, wenn man rausgeht und live spielt. Voll. Frage. Mhm. Ich finde, deine Platten sind unfassbar gut produziert. Mhm. Die sind wunderbar geschrieben, wunderbar gespielt und unfassbar gut produziert. Das, also macht Ich habe sehr viel gehört, ich habe es total gefeiert in der letzten Zeit. Oh, und schön. Ich kann es nicht fassen. Also vor allem auch die alten Sachen. Das sind nicht viel klassischere Popproduktionen im Sinn von Bass, Schlagzeug. Also ist ja auch älter, ist ja jetzt 12 Jahre alt zum Teil. Die neue wiederum, meine Güte, Streicher, Bläser. Wer hat denn das gesetzt? Wir haben das die Arrangements. Ja, ich habe das große Glück, den Sixtus Preis an meiner Seite zu haben. Das ist der hat Schlagzeug studiert, hat lange Zeit elektronische Musik gemacht, hat in 1000 Bands gespielt und im Laufe der Zeit weniger und ist immer mehr zum Produzenten geworden und produziert jetzt eigentlich vor allem. Und praktischerweise ist er auch der Vater meiner Kinder. Mein Mann. Das ist voll unfair. Voll die unfaire Ausgangsposition. Alter, das macht mir so schnell niemand nach, mit so einem Typen verheiratet zu sein. das macht es aber oft auch sehr, sehr schwierig, weil es logistisch eine Katastrophe ist, wenn man zwei Kinder hat, miteinander zu arbeiten. Also weil man hat halt dann ganz wenig Zeit, die man tatsächlich miteinander hat, weil einer muss halt am Nachmittag die Kinder abholen. Und wir haben jetzt aber die kommende EP, die jetzt im Herbst rauskommt, wo jetzt Flatterndes Herz schon da ist, der erste Song daraus. Und am 1. Juli kommt Noch nicht schlafen, das ist eine Single, die auch voll ausproduziert ist. Und diese EP, für die haben wir einfach lange gebraucht, aber die haben wir tatsächlich wir waren immer gemeinsam im Studio, weil er auch von mir eingefordert hat, die Produzentenrolle zu übernehmen, was super ist. Aber diese ganze technische Komponente, dass das so gut klingt und so, damit habe ich ganz ehrlich nichts zu tun. Das ist einfach sein Spezialgebiet und das ist und alles bleibt halt er auch, da hat er wahnsinnig viel produziert ohne mich. Also ich schreibe die Lieder eigentlich fertig und dann gehe ich mit den Liedern zu ihm und dann wird oft noch irgendeine Chordfolge oder so geändert, oft verlangsamt, weil ich zu viel reinpacke. Und die Arrangements kommen dann von ihm und manchmal laden wir dann halt Leute ein, die uns was einspielen. Also wir hatten jetzt den Lukas Lauermann und die Emily Stewart. Die Emily Stewart ist eine Geigerin, die auch in meiner Band spielt. Die haben ganz viel eingespielt, aber der Sixus hat eigentlich die Arrangements geschrieben, aber dann kommen dann halt noch während des Aufnahmeprozesses Dinge dazu. Du kennst das sicher, also halt, weil die MusikerInnen natürlich auch Input geben, Gott sei Dank. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, dass die Produktionen so mega sind, das habe ich tatsächlich bei Alles bleibt dem Sixus zu verdanken und bei den zwei ersten Alben habe ich gemeinsam gemacht mit dem Florian Kojukaru. Das ist der ist jetzt in den letzten Jahren zu Ruhm gekommen mit der Ina Regen, die du wahrscheinlich kennst. Ja. Wir sind von zwei verschiedenen Enden gekommen. Ich bin von der totalen Underground-Szene gekommen und er war halt schon Pop-Produzent sozusagen.
Und wir haben uns halt irgendwo wahrscheinlich auf einem Drittel in seiner Richtung getroffen. Mhm. Und so sind diese Alben entstanden, aber die hat er produziert. Also ich komme ja eigentlich vom Text. Ich werde immer mehr zur Musikerin, je älter ich werde. Mhm. Aber wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, ob ich Musikerin bin, hätte ich gesagt, weiß nicht, ich schreibe Lieder und ich kann ganz gut singen. Verstehe. Ich habe auch deswegen gefragt, weil also die klingen ja nicht nur gut, die Platten, sondern die sind das Arrangement. Ja, voll. Mega. Das ist zum Reinbeißen. Ja. Und da knüpft die nächste Frage an, nämlich wie machst denn du das live? Wenn du Solo spielst, sagen wir mal, wenn du Solo am Klavier spielst, bist du da dann, ist es dann das Setup, das heißt Klavier und Gesang oder hast du da... Ja. Nein, das Klavier und Gesang. Irgendwas noch dabei? Ich begreife mich sehr als Erzählerin, wenn ich live bin. Ja. Also vor allem, wenn ich Solo spiele, da gibt es ein Klavier und mich und das war's. Mhm. Und ich kann am Klavier sozusagen die wichtigen rhythmischen und harmonischen Basistracks sozusagen gut legen. Mhm. Also und natürlich, wenn ich allein bin, kann ich halt voll gut mit mir selbst grooven. Das ist schon super. Und auch Pausen machen, wo keine hinkören und mal stoppen und was dazwischen erzählen und keine Ahnung. Da liebe ich, also vor allem, wenn ich Solo spiele, liebe ich diese totale Spontaneität, die ich einfach 1 zu 1 umsetzen kann. In dem Moment, in dem mir ein Gedanke kommt, breche ich ab und rede mit dem Publikum und dann spiele ich weiter, zum Beispiel. Ja. Das ist ein Setup. Dann spiele ich öfter im Trio mit Hannibal Scholz und Peter Rohm. Das sind ein Bassist und ein Gitarrist, die beide unfassbare Musiker sind. Mhm. Das ist dann ein bisschen geformter, weil natürlich die kann ich nicht mitten im Lied unterbrechen und das mache ich auch nicht. Mhm. Und wenn ich mit großer Band spiele, dann ist inzwischen der Sixus am Schlagzeug und die Emily Stewart noch an der Geige und Peter Rohm und Hannibal Scholz, genau. Und ich am Klavier. Wobei ich dann oft das Gefühl habe, dass ich vielleicht irgendwann einmal den nächsten Schritt gehe und wenn ich es mir leisten kann, jemand anderen an das Klavier zu setzen, so wie den Sixtus zum Beispiel, nicht mehr Klavier zu spielen und nur noch zu singen. Boah, interessant. Aber das ist ein Step, den ich vielleicht nie gehen werde, weil das Klavier natürlich auch mein Schutz ist. Ja, halt. Gibt. Ja. Ja, das verstehe ich gut. Ja. Finde ich interessant, weil das ist ja bei vielen KünstlerInnen so und bei mir auch immer wieder Thema, so wie setze ich das jetzt um? Weil also was du auf der Platte hast, das kannst du ja so in erster Linie, also, du bräuchst halt jetzt ein Streichquartett und Bläser. Ja, und kann ich nicht umsetzen. Genau, ja. aber dass man dann, wenn man sowas fertig hat und sich denkt, ja, das ist jetzt eigentlich die schönste Version davon, die es gibt und wenn ich mich da jetzt allein raufhocke und mache jetzt einfach bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe nur meine Gitarre dabei und singe da ein kleines bisschen, boah, da fehlt bestimmt voll viel. Und dann passiert sowas wie das, was ich vorher erzählt habe, dass jemand sagt, nee, du lässt jetzt dein ganzes Spielzeug daheim und du spielst hier nur Zupfgitarre und Gesang und man merkt dann, hey, ich hab noch beim ersten Ton gemeint, das wird jetzt voll Fahrt für die, weil ich weiß, wie das eigentlich klingt in der vollen, so in XL. Und jetzt kriegen die da so die XS-Variante und dann ist das aber genau das Ding, was es an dem Abend gebraucht hat. Voll. Das finde ich so interessant, dass man dann selber immer wieder merkt, du hast 3 Setups sogar. Gibt es dich solo und dann gibt es dich in mittel und dann gibt es dich in groß. Ja. Und alles davon macht ja Sinn. Alles davon macht ja wahrscheinlich Spaß. Es ist nur was anderes. Es ist was anderes, drei verschiedene Dinge. Und vor allem das Solospielen ist einfach ganz was anderes. Und ich glaube, inzwischen bin ich auch eine gute Musikerin sozusagen geworden im Laufe der Jahre, weil auch ich natürlich dadurch angetrieben bin, dass ich mit so unglaublich guten Musikern und Musikerinnen zusammenarbeite. Das macht schon... Also da komme ich unter Zugzwang so. Mhm. Aber vor allem, ich denke dann auch, Lesungen funktionieren auch. Da sitzt ein Mensch auf der Bühne und liest was. Und das funktioniert auch. Also es kann nicht schief gehen. Also so, wenn das, was du sagst, gut ist. Und ich meine, das haben wir uns ja gut überlegt. Du und ich, sage ich jetzt mal, ohne dich so gut zu kennen. Aber das ist jetzt irgendwie so rausgekommen. Teilweise monatelange Arbeit. Diese Worte sitzen genau an dem Platz, aus dem sie gehören, so. Und ich vertraue total auf die Kraft meiner Lieder. Und inzwischen, und das hat aber viele Jahre gebraucht und ist eigentlich erst in den letzten paar Jahren gewachsen, vertraue ich auch darauf, dass ich eine Sache kann, die
nichts mit Musik zu tun hat, für die Musik nur das Medium ist. Und zwar, ich kann Gefühle übersetzen. Und das kann ich so gut, dass die Leute, die mir gegenüber sitzen, also sich selbst so gut spüren, dass sie einfach fix was davon haben, weil sie vielleicht irgendwo in sich reingetaucht sind, wo sie noch nicht waren. Oder ich kriege auch voll oft das Feedback, du hast mir Worte zu meinen Gefühlen gegeben. Ich habe diese Gefühle und ich habe sie nie benennen können und du hast mir Worte dafür gegeben, danke. Und das ist meine Kernkompetenz. Es ist nicht die Musik, es ist die Übersetzung. Wie schön ist das? Du hast mir Worte für meine Gefühle gegeben. Urschön, ich weiß. Also danke. Riesen Dankbarkeit. Zusammenpacken, heimgehen und sagen, I did my job. Also das ja, ist ja, und trotzdem gibt es Tage, an denen ich mir denke, das wird sich nie ausgehen, ich werde unter der Brücke landen, wir werden alle pleite gehen, es geht sich nicht aus. Warum mache ich das überhaupt? Well, that's life, I guess. Also das ist halt dann der Gag als Künstler in gerade in diesen spannenden Zeiten. Du, das war bis jetzt schon ein mega interessantes Gespräch. Ich könnte nur 3 Stunden labern mit dir. Und es ist schon eine Stunde vorbei. Aber es ist eine Stunde vorbei. Wir müssen jetzt leider da die Kurve kriegen hinten raus. Und wir sind jetzt aber eh schon bei so einem Meta-Ding angekommen, wo ich hinten raus noch gern ganz kurz hingehen würde. Nämlich, das sind 3 Fragen, die gehen alle in eine ähnliche Richtung. Erste Frage. Was hättest du in Bezug aufs Musikbusiness gern früher gewusst? Gibt es da was? Vor alles bleibt, hätte ich gern gewusst, wie man eine Platte so bewirbt, dass sie in die Ohren der Menschen kommt. Ich hätte, also egal wie gut meine Musik ist, sie ist nicht formatradiotauglich, weil sie einfach kein Format bedient, das es schon gibt. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, Formen des Marketings zu finden, sprich Social Media, die Musik an die Menschen bringt, dort, wo die Menschen sind. Und das habe ich bei Alles bleibt nicht ernst genommen. Das ist mir auf die Nerven gegangen. Ich habe mir gedacht, wurscht, die Musik ist so gut, die spricht für sich selbst. Aber das ist Bullshit, weil wenn sie niemand hört, kann sie nicht für sich selbst sprechen. Ganz genau. Mhm. Das hätte ich gern früh gewusst. Okay. 2. Frage. Bester Tipp, den du in diesen 20 Jahren jemals von jemandem erhalten hast, zum Thema Musikbusiness oder zum Thema Musik schaffen? Keine Angst haben. Ja, oh ja, oh ja. Ich weiß nicht, ob mir das je jemand so klar gesagt hat. Mhm. Aber es schimmert durch viele Gespräche durch. ich habe sehr lang gebraucht, um zu meinen eigenen Entscheidungen zu stehen und sie zu fällen, ohne zu glauben, dass wer andere mehr Recht hat als ich. Oh ja. Es ist super wichtig, sich Input zu holen und sich Rat zu holen. Und es gibt so viele Leute, die sich so viel besser mit so vielen Dingen auskennen als ich. Mhm. Aber entscheiden muss ich. Und mein Bauch entscheidet. Und nicht mein Kopf, sondern meine Intuition. Und die wird besser im Laufe der Jahre natürlich, je älter man wird, weil ich glaube, dass alles, was man mit dem Kopf gelernt hat, sich in die Intuition einspeist sozusagen im Laufe der Zeit. Mhm. Aber ich bin 40 und ich bin 41 und ich bin jetzt zum ersten Mal so weit, dass ich sage, ich mache diesen ganzen Release genauso, wie ich will und niemand redet mit, niemand. Auch der Sixus nicht. Der hat musikalisch ganz, ganz viel mitgeredet, weil ich ihn drum gebeten habe. Mhm. Aber die Entscheidungen, wie was ausschaut, wie wenig engagiere fürs Cover, fürs Video, für die Fotos. All diese Entscheidungen, die treffe nur ich. Welches Foto es aufs Cover schafft, das bin ich. Mhm. Und wenn ich das nicht entscheide, niemand kann so gut entscheiden wie ich. Ja, und niemand muss das verantworten danach, auch so wie du. Weil niemand muss das so verantworten wie du. Du stehst ja dann damit 2-3 Jahre lang in der Öffentlichkeit mit dem einen Bild, mit dem du dich bewirbst, mit dem Cover, das du dir ausgewählt hast, mit dem Video, das du machst. Und allen künstlerischen Entscheidungen, das musst ja du alleine aushalten, vertreten, kommunizieren. Das ist ja alles, fällt ja alles auf dich zurück, im Guten wie im Schlechten. Genau, und das habe ich früher nicht so gut gekonnt. Und dann war ich teilweise sehr böse auf mich selbst, weil ich nicht für das eingestanden bin, was ich
wovon ich eigentlich schon gewusst habe, dass es das Richtige ist. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, wer andere hat vielleicht mehr Recht. Bullshit. Okay. Absolute Bullshit, aber es ist total wertvoll, total wichtig. Und damit sind wir nämlich schon bei der letzten Frage. Fast forward 10 Jahre in die Zukunft, also bei mir wäre das zumindest so. Dann, da zieht dann wahrscheinlich mal Großer aus, spätestens. Wow, ja. Und geht in sein Studium und in die Welt hinaus. Und wenn der jetzt herginge zu mir, das ist jetzt ein imaginäres Setting, das ich dir als Frage stelle. So, wenn deine Kinder dann mal groß genug wären, dass da einer davon sagt, also Musik finde ich super. Ich würde jetzt gern, ich starte jetzt meine Band und ich würde jetzt gern als Musiker oder Musikerin leben. Was muss ich denn bitte, was ist denn das Allerwichtigste dabei? So als Start für so jemanden, der gerade ganz jung in das ganze Ding reingeht, was ist denn da so der wichtigste Kern, den man dem mitgeben wird? Offen bleiben, Neues zu lernen. Die ganze Zeit Neues lernen. Ja. Es ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, dass man sich auf nichts verlassen kann und dass man ständig Neues lernen muss. Weil sich die Welt so unfassbar schnell verändert, dass wir kaum mitkommen. Das heißt, wir müssen gelernt haben zu lernen und Kritik zu vertragen und trotzdem unsere Entscheidungen zu treffen, selbstbewusst und irgendwie zu wissen, dass nur wir sie, so wie ich vorher gesagt habe, dass nur wir sie entscheiden können. Aber offen bleiben, offen bleiben, offen bleiben. Kritik sich anhören, aktiv um Kritik bitten. Ich sage oft den Menschen, sag mir das Schlimmste, was du dir über meine Musik denkst. Yes. Und da einfach wissen, dass man nichts weiß. Mhm. Da, ich glaube, ich meine, das ist auch etwas, was ich meinen Kindern gerne mitgeben würde. Ich scheitere natürlich kläglich an allen Dingen, die ich meinen Kindern gerne mitgeben würde. Täglich. Kläglich, täglich. Part of the game. Ja. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was wahr ist, sozusagen. Finde ich einen total interessanten Abschluss für das Ganze, weil also das ist eine Frage, die habe ich auch schon anderen Menschen gestellt, also nicht nur im Podcast, sondern auch live. Und es ist interessant, was da für Bandbreite kommt. Es gibt Leute, die reden über Musikbusiness-Sachen, die sagen dann, oh, geht zu keinem Verlag. Oder, ja, was weiß ich, das ist so ganz pragmatische, mechanische Dinge. Oder, voll, ja, auch du musst da, ja. Also natürlich alles wichtig. Ja, gratis, ja. Also ich meine das mit dem Verlag. Also, oder, oh, man muss ja Instrument beherrschen oder sonst irgendwas. Ja. Aber das auf das Runterbrechen passt auch zu der Rolle als Künstlerin, die du hast, dass das eben eigentlich, es geht um so viel mehr als um mechanische Dinge wie das Klavier oder der Labelvertrag oder so. Das ist alles Kleinzeug da unten. Ja. So, eigentlich geht es darum, dass man sich als Mensch auf die Bühne stellt. Ja. Und das muss man, da zählen dann ganz andere Dinge und da wird es sehr privat gleich. Und der Mensch, der man ist, der steht halt da oben und der muss das auch vertreten können, was man macht. Und von daher, keine Angst haben und offen bleiben, finde ich ein super Punkt, hier aus diesem Gespräch rauszugehen, einen schönen Gedanken, den du durchziehst ja auch, den nehme ich mir mit. Und ich hoffe, dass auch die da draußen zugehört haben, sich davon was mitnehmen können. Ich packe noch einen Haufen Links in die Shownotes rein von all dem, worüber wir geredet haben, zum Beispiel über den Low Budget High Spirit Newsletter und zu deinen Videos. Du hast schon gesagt, von dir kommt jetzt am 1. Juli eine Single raus. Genau. Das ist eine richtige Single-Single. Das ist, Single-Single. Die kommt so auch gar nicht auf die EP, weil wir haben die nochmal aufgemacht. Kritikfähig bin ich geblieben und habe mir Kritik geholt und habe die Kritik bekommen, recht herb. Weil das, glaube ich, ein sehr gutes, das ist, diese Kritik habe ich bekommen. Das Lied ist unglaublich gut, aber so wie ihr es produziert habt, ist es viel zu kompliziert. Also macht es so, dass die Leute das verstehen. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir da ein bisschen was dazugegeben. Das ist immer noch nicht super einfach. Aber ab der Mitte könnte man dazu tanzen. Oh, das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Ja, noch nicht schlafen, 1. Juli. Noch nicht schlafen, 1. Juli, sagen wir mal alle gespannt. Das wird schon in der Vergangenheit liegen, wenn dieser Podcast rauskommt. Ah ja. Gibt es noch was in dem Sommer, was du pluggen kannst und willst jetzt an der Stelle? Was? Es kommt dann im August die nächste Single, die heißt Tatjana. Vielleicht gibt es dann schon einen Pre-Save-Link, wenn das online geht. Das würde ich dir dann schicken. Und die EP kommt am 11.11.
Am 11.11. Ja, und die wunderbar. Heißt Untermenschen. Mhm. Da sind wir dann alle gespannt drauf. Ja. Ich sage danke, Violetta, dass du dir diese Zeit genommen hast. Das war ein total interessantes Gespräch. Toll, danke für die Einladung. Ich habe mir hier x Sachen noch aufgeschrieben. Das ist ganz woanders hingegangen, aber ich hab's total super gefunden. War bestens unterhalten. Also danke, Violetta, und Servus an alle da draußen. Das war 0-1, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Mei, war das ein angenehmes Gespräch, das hätte noch lang so weitergehen können. Mein nächster Gesprächspartner ist auch aus Österreich, aber jetzt nicht aus Wien, sondern aus Graz, nämlich der Alexander Xidi Christoph von Granada. Das ist ein äußerst angenehmer Geselle. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, baba.